Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Rezension für euch und zwar ist es die Champagnerfürstin und ich blende euch natürlich hier das Cover ein. Und zwar war das ein Rezensionshörbuch und ja, was soll ich sagen, ich bin sehr geflasht worden von dem Hörbuch, weil ich war so froh, dass es wirklich so war, wie ich es mir erwartet hatte, weil ich hatte mir ja einen historischen Roman erwartet, der mir so ein bisschen das Leben von früher zeigt und mit welchen Aufgaben man damals so zu kämpfen hatten, um Champagner herzustellen. Und man hat auch so ein bisschen was über den Markt kennengelernt und genau das habe ich mir erhofft. Und wir haben unsere Hauptprotagonistin. Das sind leider spielt das Ganze in Frankreich und es sind so viele französische Namen drin vorgekommen. Und deswegen, und bevor ich da irgendwas falsch ausspreche oder so, deswegen werde ich die Namen einfach jetzt weglassen, weil ja, so gut ist da mein Französisch nicht, weil ich hatte gar kein Französisch, aber. Ja, so ein grobe Sachen versteht man ja schon. Das Ganze ist natürlich im Deutsch vertont worden. Das ist sehr, sehr gut vertont worden, fand ich. Also mir hat die Sprecherin persönlich gut gefallen. Wie gesagt, wir haben eine Frau, die ist gerade sehr, sehr traurig, da ihr Mann gerade verstorben ist und der Mann hat frisch sozusagen in dem Champagner rein, also halt Finanzen reingegeben, um halt dieses Projekt, diese Nische, sich da auch dran zu beteiligen und da zu arbeiten. Und natürlich hat er auch Berater gehabt und diese fragen sie jetzt natürlich, ja, wie soll das Geschäft weitergehen? Will sie weiterhin dieses Geschäft weiterführen oder will sie das Geschäft verkaufen und von dem Verkauf leben? Und sie ist sich da unsicher und will eigentlich erstmal davon gar nichts wissen, weil sie will erstmal wirklich halt über ihren Mann trauern und sie haben natürlich auch zwei Kinder. Und sie ist erstmal am Boden zerstört und sie weiß auch noch nicht wirklich, wie sie das ihren Kindern wirklich beibringen soll und ob die das überhaupt schon begreifen und realisieren können, was das jetzt für sie alles heißt. Und sie will erstmal damit klarkommen und von dem Thema eigentlich Abstand nehmen und sich irgendwann später damit beschäftigen. Nur hat sie halt wirklich nicht so viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen oder halt sich zu entscheiden, da es ein ja, aktiver Markt ist und die Leute natürlich schon an die Tür klopfen und sagen, hier, ich will das und das abkaufen. Und sie muss sich halt da sehr schnell beeilen, sich zu entscheiden. Auf der Beerdigung trifft sie eine andere Frau, die ein ähnliches Schicksal hatte wie sie, wo auch der Mann verstorben ist. Und sie sich aber sehr schnell dafür entschieden hat, das Unternehmen ihres Mannes weiterzuführen. Und ja, sie ist die erste Frau gewesen und auch mit einer der erfolgreichsten Frauen gewesen, die Champagner bekannt gemacht haben und die da diese Nische abgedeckt haben. Und ja, sie war sehr, sehr erfolgreich. Sie hat es bis nach Russland, also sie hat einen großen Kundenkreis gehabt und hat sich das richtig aufgebaut und weiterentwickelt, wo ihr Mann an bestimmten Sachen gescheitert ist, hat sie weiterentwickelt und weitergeforscht. Und ja, sie gibt der Frau den Tipp, dass sie weitermachen soll, dass sie das Geschäft von ihrem Mann weiterführen soll. Und sie lädt sie natürlich auf ihr Gut ein, auf ihr Grundstück, wo sie sich sozusagen bei Tee und Gebäck sozusagen unterhalten können. Und die ältere Dame möchte natürlich der Jüngeren ihre Geschichte erzählen, durch was sie alles gegangen ist, was sie alles durchgemacht hat und was sie alles für Probleme hatte und möchte sozusagen zeigen, dass sehr viel schiefgehen kann, aber dass man daraus lernen kann und
oder sich gleich anders entscheiden kann, um bestimmte Fehler nicht zu machen. Klar, sie ist erfolgreich immer noch, obwohl sie schon sehr alt ist. Und die Jüngere fragt sie dann auch, warum willst du mir helfen? Ich wäre doch dann eigentlich dein Konkurrent. Und dann sagt die ältere Frau, ja, aber ich habe alle großen Konkurrenten sozusagen ausgestochen. Es ist langsam langweilig, oben an der Spitze zu sein, ohne Konkurrenten, ohne sich weiterzuentwickeln. Und deswegen will die Frau ihr helfen, ihr Geschäft auch so erfolgreich aufzubauen, damit sie gegeneinander konkurrieren können, um weiter lernen zu können, da sich ja auch bestimmte Sachen weiterentwickelt haben und weiter geforscht worden ist. Und so könnte man halt wieder voneinander lernen und Neues dazulernen. Das ist der älteren Dame ihr Ziel. Und deswegen hilft sie ihr, indem sie ihre Geschichte erzählt. Und so ist das dann Ganze, dass das halt auch immer hin und her switcht. Die heutige Zeit ist sozusagen Napoleons Zeit, also wo die Jüngere gerade ihr Geschäft aufbaut. Und ja, die ältere Frau hat natürlich Kriege durchmachen müssen und erzählt ja auch davon, was es da für Probleme gab auf dem Markt und dass dann Handel verboten worden ist. Und ja, dass man trotzdem, auch wenn der Handel verboten ist, muss man trotzdem seine Ware loswerden, weil das ist Champagner. Der kann nicht allzu lange lagern, ohne dass er kaputt geht. Und also wir lernen wirklich so, so viel. So die Anfänge, was so passiert ist, dass die Flaschen explodiert sind, als es zu warm wurde. Und dann hat man halt andere Flaschen genommen, dickere Flaschen, dass man nicht die gleichen Flaschen mehr genommen hat wie bei der Weinherstellung. Und dass sie auch weiterhin Wein nebenbei auch gemacht haben. Und dann war halt auch mal eine extreme Dürre gewesen in Frankreich. Und da war halt alles, war keine gute Ernte gewesen, da waren die meisten Trauben verbrannt, nicht mehr richtig gereift und dann trotzdem mit so schlechter Qualität ein gutes Produkt trotzdem zu machen, weil man so viel Geld investiert hat, muss man mit dem Endprodukt, was man trotzdem hat, irgendetwas herzaubern. Und ja, und dann hatte sie natürlich auch nicht nur die Kriegsprobleme, sondern halt auch, ja, musste sie halt auch lernen, sich gegenüber der männlichen Konkurrenz durchzusetzen und halt ihre Frau zu stehen und ja auch mal auf den Tisch zu hauen und seine eigene Meinung loszuwerden. Und in der heutigen Zeit, die jüngere Frau ja, hat es in der Hinsicht ein bisschen leichter. Und zwar sagt die Frau, die ältere Frau dann noch zu ihr, ja, du kannst froh sein, dass du nicht so viele Kriege durchmachen musstest wie ich, weil das hat mir fast mein Geschäft ruiniert. Und aber du kannst daraus lernen. Und dann ist es halt so, dass Napoleon natürlich Krieg anstiftet oder anzettelt oder es halt zu Krieg kommt. Und sie aber durch die Erzählung der älteren Frau natürlich weiß, auf was es ankommt, und sie bereitet sich darauf vor. Und dadurch hat sie fast keine Verluste und handelt sogar noch mit dem Feind sozusagen. Also jedes Mal, wenn ihr Städtchen belagert worden ist von irgendeinem Feind oder so, sind die Soldaten und der oberste Soldatenführer natürlich immer zu ihr auf das in ihrem Anwesen gekommen, weil sie wussten, okay, sie stellt Champagner her, wir kriegen von ihr Alkohol und das tut meinen Soldaten gut und mir selber auch. Und so hat sie halt nicht den Besten rausgeholt, sondern halt ja eine so, sage ich jetzt mal, schlechtere Variante und hat aber trotzdem gesagt, beziehungsweise trotzdem darauf bestanden, dass der bezahlt wird. Und man hat dann halt so Abkommen getroffen und ja, und dadurch ist sie trotzdem nicht leer ausgegangen. Also sie wusste, dass welche kommen werden und plündern und zur Kriegszeit. Und sie hat halt versucht, noch das Beste draus zu machen. Sie hat gleichzeitig auch noch Kontakte geknüpft. Sie hat gesagt, okay, auch wenn ihr den Krieg verliert oder so,
Ihr habt ja Gefallen an meinem Champagner und könntet ihr mir nicht da irgendwie welche empfehlen in eurem Land? Und also sie hat dann trotzdem so hintenrum, also sie hat es nicht so direkt angesprochen, aber sie hat so hintenrum natürlich auch Informationen herausgelockt und hat natürlich gleichzeitig auch getestet, welcher Champagner für welches Land am besten ankommt. Zum Beispiel die Russen, als die Russen dann dort waren, wusste sie ja schon, die Russen, die mögen es eher so einen süßen, süßlichen Champagner, so richtig kräftig süß. Und aber diesen Champagner wäre niemals was für die Briten in Frage gekommen, weil die finden den ekelhaft. Und ja, und so hat sie halt auch verschiedene Variationen entwickelt vom Champagner, um halt verschiedene Geschmäcker abzudecken. Und klar hat sie dann auch Leute gerettet, die als Spione gegolten haben und eigentlich hingerichtet werden sollten, hat die Jüngere natürlich dann den Obersten sich zur Seite genommen, hat gesagt, komm, ich will dir was zeigen und ist mit ihm auf eine Kinderkrankenhausstation gegangen und hat ihm das Leiden gezeigt, was die eigentlich durchmachen müssen, die gar nichts damit zu tun haben, nämlich die Kinder. Und da waren so viele kranke Kinder drinne und er hat ihm gezeigt, guck her, die Kinder sind krank, die können überhaupt nichts mit dem Krieg dafür, aber ihr habt den Arzt festgenommen. Und ohne Arzt, das ist das Wichtigste, der kann niemanden versorgen. Der kann noch nicht mal den Feind versorgen, weil ja, er festgenommen worden ist und hingerichtet werden soll. Und das hat dem Preußischen natürlich dann schon gerührt. Und ja, und sie hat sehr, sehr viel gelernt. Sie hat es ein bisschen auch dazugelernt, was die Ältere zu ihr gesagt hat, weil die Ältere hatte damals einen Frankfurter, der sozusagen für sie den Handel betrieben hat. Der ist sozusagen dahin gereist, hat sich mit der Kundschaft auseinandergesetzt, hat dann so ein bisschen rumgefragt und auch sehr viele Flaschen verkauft. Und ja, und sie hat das selber in Angriff genommen. Sie hat gesagt, okay, ich will selber wissen, was meine Kunden haben wollen, was ihr Geschmack ist und ist selber hingereist und hat selber ihre Erfahrungen gesammelt. Und ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr spannend erzählt, auch was dann so mit den Männern und das nebenbei alles noch so passiert ist. Und ja, beide Frauen haben natürlich auch Gemeinsamkeiten und haben natürlich auch so eine ähnliche Laufbahn des Lebens angenommen. Auch vorher schon, das ist mir schon aufgefallen, fand ich sehr toll. Und ich fand es auch toll, dass sie sich weiterhin regelmäßig getroffen haben, so immer so nach 2, 3 Jahren mal zum Treffen, zum Austauschen, so, um festzustellen, wie erfolgreich der andere schon ist, was er erreicht hat, was der andere vielleicht noch gar nicht erreicht hat. Und haben sich halt wieder so ausgetauscht und Gespräche geführt und haben sich auch gegenseitig gelobt und gewertschätzt, was der andere halt erreicht hat, wo man selber halt noch hin wollte. Und klar, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich bin froh, dass es genau in die Richtung gegangen ist, wie ich es mir erhofft habe. Das war sehr toll. Ich habe dem Ganzen jetzt 5 Sterne gegeben und ja, ich fand das sehr, sehr, sehr faszinierend. Wie beide mit so vielen Problemen, ja, ihnen sozusagen im Weg gelegt worden ist, so Steine und wie sie versucht haben, diese Steine halt aus dem Weg zu räumen oder halt noch was Positives draus rauszuholen. Und das fand ich richtig großartig. Sprecherin hat mir, wie gesagt, auch gefallen und ja, ich verlinke euch auf jeden Fall Buch und Hörbuch unten in der Infobox. Ja. Ich würde sogar behaupten, dass es eins von meinen Jahreshighlights werden könnte. Also es ist, ja, man denkt auch noch mehrere Tage darüber nach. Muss ich sagen, hat mich sehr, sehr
erfreut und inspiriert, die Geschichte der beiden Frauen zu hören. Und ja, und es wird natürlich auch dann so, wie die Männer das so machen und was die Männer natürlich versuchen, Spione damit reinzuschleusen als Mitarbeiter, um irgendwelche Geheimnisse rauszufinden oder das Ganze dann nachzumachen, weil zur damaligen Zeit gab es noch keine Lizenzen, dass man das hätte beantragen können, dass das einem selber gehört, diese Art und Weise, das herzustellen und das andere, das daraufhin nicht dürfen. Aber ja, auf jeden Fall haben sie beide ihre Tricks gehabt und ja, sehr, sehr gute Geschichte, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall noch unten in der Infobox vorbei. Da verlinke ich euch das Buch und das Hörbuch und da könnt ihr euch in Ruhe den Klappentext durchlesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!